In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1977 erschoss die berühmte Film- und Theaterschauspielerin Ingrid van Bergen ihren Geliebten, den Finanzmakler Klaus Gnatz, in einer Villa am Starnberger See. Alkoholisiert, aus Wut und Eifersucht, wie sie später gestand. Dreimal schoss die damals 45-Jährige auf den 33-Jährigen, so ergab die Obduktion, zweimal traf sie. Die Tat und der darauf folgende Prozess lösten ein monatelanges mediales Interesse aus, nicht zuletzt wegen des Münchner Strafverteidigers Rolf Bossi. Am 27. Juli 1977 wurde die Schauspielerin mit der rauchigen Stimme, die noch 2009 im RTL-Dschungelcamp rausierte, wegen Totschlags zu 7 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach der Verbüßung von 2 Dritteln der Haft im Frauengefängnis Eichach wurde sie am 2. Oktober 1981 wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Für Ingrid van Bergen ist ein Albtraum wahr geworden. Bei der Schauspielerin hat es zu Hause in Eyendorf, Niedersachsen, kürzlich gebrannt. Das war ein riesiger Schock für mich, gesteht uns die 91-Jährige im Interview. Hat sie jetzt alles verloren? Mit Mitbewohnerin Mischa hatte Ingrid es sich vor dem Kamin gemütlich gemacht. Als das Feuer erloschen war, brachte Mischa die Asche in einem Karton ins Nebenzimmer. Ich verstehe einfach nicht, wie das passieren konnte. Ich habe den Karton im Fitnessraum abgestellt und war mir sicher, dass da keine Glut mehr drin ist, erinnert sich die 79-Jährige. Doch das war ein fataler Irrtum. Plötzlich roch es so komisch nach Rauch, und als wir nachschauten, qualmt es schon bis zur Decke hinauf. Es war ein Schwelbrand, erzählt Ingrid mit zitternder Stimme. Ihre Mitbewohnerin Mischa erkannte die Gefahr zum Glück sofort, ich rief direkt die Feuerwehr an, die rückte mit 5 Löschwagen an. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit Wasser am Strahlrohr und einer Wärmebildkamera ins Haus, um die Quelle des Rauchs aufzuspüren. Es war der Karton. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn van Bergen und ihre Freundin das Feuerdrama nicht so schnell erkannt hätten. Zumal die Schauspielerin nicht mehr gut zu Fuß ist und Hilfe benötigt. Wir hatten wirklich Glück im Unglück, sagt uns Ingrid van Bergen, Dschungelcamp-Siegerin von 2009. Es konnten alle unsere Tiere gerettet werden, unsere Hunde und Katzen, erzählt sie erleichtert. Mich hat die Feuerwehr rausgeholt und zu einer Nachbarin gebracht. Es ist Gott sei Dank niemandem was passiert, und was ist mit ihrem Hab und Gut? Es sind keine persönlichen Erinnerungsstücke zu Schaden gekommen, so Mischa. Wir mussten nur Kleidung und Lampen wegwerfen. Und wir müssen noch lüften, weil der Rauch sich überall festgesetzt hat, die beiden Frauen sind den Feuerwehrleuten dankbar. Ohne ihre Hilfe wäre es nicht so glimpflich ausgegangen. Zukünftig passen wir besser auf.